basically, the upcoming talk is about deploying TLS 1.3, and it's by Filippo Valsordo and Nick Sullivan, and they're both with TLS, sorry, they're both with Cloudflare. So please, a warm welcome to Nick and Filippo. Willkommen bei der Übersetzung für den Vortrag Deploying TLS 1.3, The Great, The Good and The Bad von Filippo Valsordo und Nick Sullivan. Wir sind Franz T., Flo und Ecke. Wir sind hier, um über TLS 1.3 zu reden. TLS ist auf 1.3 ist auf jeden Fall die letzte Version von TLS, was das für Transport Layer Security steht. Ihr kennt alle den grünen. Nun, TLS ist ein transparentes Sicherheitsprotokoll, das beliebigen Applikationsverkehr transparent tunneln kann. Es ist von Webbrowsern, von Mail-Servern wird es verwendet, um miteinander zu kommunizieren, über sicheres SMTP. Es wird von Tor-Nodes benutzt, um miteinander zu kommunizieren. Aber es ist über 20 Jahre, hat es sich weiterentwickelt, aber im Zentrum geht es um einen Client und einen Server, die durch ein Netzwerk sicher kommunizieren möchten. Um sicher durch dieses Netzwerk kommunizieren zu können, müssen sie sich auf Schlüsselmaterial einigen, das sie nutzen werden, um den Rest des Traffics zu verschlüsseln. Und wie sie sich auf dieses Schlüsselmaterial einigen, das ist Teil des Handshakes, der Handschüttelphase. Die meisten nutzen Public Key, asymmetrische Verschlüsselungsverfahren, um Daten vom Client zum Server zu vermitteln. So sieht dieser Handshake in TLS 1.2 aus. Der Client sendet erst ein Client-Hello an den Server, in dem festgelegt wird, welche Parameter der Client unterstützt, der Server verwenden kann. Der Server sieht diese Parameter und antwortet mit seinem Server-Hello, in dem steht, ja, sicher, wir verwenden diese Cypher-Suite, die du gesagt hast, dass du sie verwenden kannst, und hier ist mein Keyshare, den du für unsere Verhandlung verwenden kannst. Und hier ist auch ein Zertifikat, das signiert wurde von einer Zertifikatsausstellungsstelle. Und das Zertifikat bestätigt, dass ich cloudflare.com bin. Und hier ist ein Zertifikat, das bestätigt, dass die CA dieses Zertifikat verwenden möchte. Der Client erhält diese Daten und verwendet dann erstellt seinen eigenen Keyshare, den er komplettiert mit dem Keyshare für das DVM-Protokoll. Er sendet dann die Finishing-Message zurück an den Server und beendet damit den Handshake. Der Server erhält diese Nachricht, antwortet mit seiner eigenen Finished-Message und sendet diese an den Client. Nun sind wir in der Phase, wo wir endlich Applikationsdaten versenden können. Zusammengefasst, wir sind vom Client zum Server, vom Server zum Client, vom Client zum Server, vom Server zum Client. Das heißt, wir haben zwei Roundtrips zwischen Client und Server, bevor wir Applikationsdaten hin und her senden können, bevor wir das erste Byte Applikationsdaten versenden können. Auf mobilen Netzwerken und in verschiedenen Teilen der Welt kann das zu Hunderten von Millisekunden Verzögerung führen. Und das muss jedes Mal passieren, wenn wir eine neue Verbindung aufbauen. Jedes Mal müssen der Client und der Server zweimal Nachrichten hin und her senden, um sich auf einen Key zu einigen, bevor sie überhaupt eine sichere Verbindung nutzen können. Nun, TLS 1.0 und 1.1 waren nicht so unterschiedlich von 1.2. Mögt ihr euch wundern, wieso haben wir einen kompletten neuen Talk für TLS 1.3? Das ist eine neue Iteration desselben Konzepts. Keine große Differenz. Das stimmt nicht. TLS 1.3 ist eine große Änderung gegenüber den alten. Insbesondere im Handshake. Das größte Resultat ist, dass ein ganzer Roundtrip von diesen beiden wegkommt. Hier ist ein TLS 1.3 Handshake. Wie entfernt TLS 1.3 einen dieser beiden Roundtrips? Das macht es, indem es vorhersieht, welchen Schlüsseleinigungsalgorithmus der Server verwenden wird. Und der Client sendet seinen Keyshare schon im ersten Roundtrip.
Im ersten Flug haben wir das Client Hello und die unterstützten Parameter und den Keyshare, den der Client denkt, dass der Server verstehen wird. Der Server erhält diese Nachricht und wenn alles richtig funktioniert, dann sagt er, ja, sicher, der Keyshare gefällt mir, hier ist mein eigener für denselben Algorithmus. Hier sind die anderen Parameter, die wir verwenden werden. Der Server vermischt die beiden Keyshares bereits, weil er schon beide hat, den vom Client und den eigenen, jetzt generierten, sendet das Zertifikat und die Signatur zurück und fertig. Es kann sofort die Finished-Nachricht versenden, ohne etwas anderes zu tun. Der Client erhält diese Finished-Nachricht, kann ebenfalls seinen Key zusammenstellen, sendet seine eigene Finished-Nachricht und ist sofort bereit, seine Applikationslayer-Daten jetzt zu versenden, zum Beispiel seinen HTTP-Request. Jetzt haben wir uns vom Client zum Server, vom Server zum Client bewegt und sind bereits jetzt fertig, um Daten auf der Applikationsschicht zu versenden. Wir wollten also eine HTTPS-Verbindung aufbauen und der Browser muss nicht viermal die Latenz zwischen Client und Server, viermal den Ping zwischen Client und Server abwarten, sondern nur zweimal. Und das erspart uns hunderte von Millisekunden bei jeder frischen Verbindung. Und jetzt ist das, was passiert, wenn die Vermutung richtig ist und der Server mag, was der Client gesendet hat. Wenn der Server damit sich nicht einverstanden ist und den Keys nicht unterstützt, dann antwortet es höflich, bitte einen anderen Algorithmus zu benutzen, den der Client kann. Das ist ein Hello-Retry-Erneut-Versuch. Es ist ein Cookie, das heißt, es ist ohne State. Und es geht zurück zu dem TLS 1.2 Handshake. Und das ist nicht so schwer zu implementieren, weil der Client mit einem neuen Client Hello antwortet. Und das sieht genauso aus wie ein neuer. Hier habe ich ein bisschen für euch gelogen. TLS 1.2 ist nicht immer drei Roundtrips. Die meisten Verbindungen, die wir sehen, zum Beispiel, sind Vermutungen. Das bedeutet, der Client hat mit der Webseite schon vorher sich verbunden. Und wir können diese Vermutungen benutzen, um den Handshake zu beschleunigen. Das bedeutet, dass der Client einiges davon behalten kann, darüber, welches Schlüsselmaterial benutzt wird, um die neueste Verbindung auch nur einen Roundtrip zu haben, auch in Version 1.2. Hier haben wir die normale TLS 1.2 Two-Roundtrip-Verbindung und hier sendet es ein neues Session-Ticket. Ein Session-Ticket ist nichts weiter als einen verschlüsselten Blob von Schlüsselmaterial, den der Client einfach behält. Das Session-Ticket ist verschlüsselt und signiert, dass nur der Server weiß und es ist komplett klar für den Client. Und der Client wird es behalten, gemeinsam mit dem Schlüsselmaterial der Verbindung. Das heißt, das nächste Mal, wenn diese Verbindung wieder aufgebaut werden soll, mit derselben Webseite, sendet es das Client Hello und das Session-Ticket. Wenn der Server das Ticket unterstützt, wird es entschlüsseln, den inneren Schlüsselmaterial benutzen. Und innerhalb von einem Roundtrip gibt es ein ausgetauschtes Schlüsselmaterial mit dem Client, weil der Client mit dem das Schlüsselmaterial vom letzten Mal behalten hat und der Server es einfach nur von dem Session-Ticket wieder entschlüsselt hat. Jetzt hat der Server den Schlüssel und sendet einfach die Finish-Nachricht. Und der Client sendet auch seine Finish-Message und dann den Request. Das passiert schon. Das ist TLS 1.2. Überall den allermeisten modernen TLS-Verbindungen. TLS 1.3 wieder aufrufen, Wiederherstellung ist nicht so anders. Hat immer noch das Session-Ticket. Wir haben den Inhalt ein bisschen geändert. Das nennt sich jetzt PSK, aber das bedeutet auch nur vorher ausgeteilten Schlüssel, weil das genau das ist, was es ist. Das Schlüsselmaterial, das vorher schon bestätigt wurde. Und es funktioniert genauso. Der Server erhält das Session-Ticket, entschlüsselt es und geht zurück zur letzten Nachricht.
Ein kleines Problem mit der Wiederaufnahme ist, dass wenn ein Angreifer diesen Session-Ticket-Schlüssel herausbekommt, den Schlüssel, den den Server benutzt, um den Session-Ticket zu verschlüsseln, dann kann ein Angreifer passiv oder vielleicht sogar in einem zukünftigen Zeitpunkt bei einem Mitschrieb der Verbindung das entschlüsseln und dann PSK benutzen, um den Rest der ganzen Verbindung zu entschlüsseln. Das ist keine gute Sache. Das bedeutet, dass jemand passive nachträgliche Verschlüsselung nur mit Hilfe dieses Schlüssels machen kann. Normalerweise wird dies dadurch gemacht, dass Session-Ticket-Keys nicht langlebig sind. Aber es wäre toll, wenn wir trotzdem nicht vertrauen würden. Und es sind eine Reihe von guten Papers, die sagt, dass nicht alle Implementationen das richtig machen. Auf der anderen Seite erlaubt uns TLS 1.3, Diffie-Hellman mit Wiederaufleben zu benutzen. In TLS 1.2 gab es keine Art und Weise, und solche Session Key zu verstecken. Und in TLS 1.3 kann man einen Keyshare mitsenden und der Schlüssel und der Server wird auch einen Keyshare benutzen und dann kann Diffie-Hellman ausgeführt werden. Diffie-Hellman ist das, was benutzt wurde, um Forward Secrecy zu benutzen. Zum Beispiel, dass das, wenn der private Schlüssel vom Zertifikat veröffentlicht wird. Und es wird hier auch benutzt, um Forward Secrecy bei wiederaufgenommenen Verbindungen zu erstellen. Und jetzt sieht es aus wie ein ganz normaler 1.3-Schlüssel. Warum brauchen wir den Pre-Shared Key? Hier ist ein Unterschied. Ist überhaupt kein Zertifikat dabei, weil es nicht notwendig ist, ein Zertifikat zu benutzen, weil die Server und der Client in der Vergangenheit geredet haben. Und der Client weiß, dass er das Zertifikat des Servers bereits überprüft hat. Und wenn der Server das Session-Ticket entschlüsseln kann, dann bedeutet das, dass es alles in Ordnung ist. Die beiden Shares werden zusammengeschmissen und mit dem ausgeteilten Schlüssel benutzt, um den Rest der Verbindung zu verschlüsseln. Da gibt es noch ein weiteres Feature, das bei TLS 1.3 Wiederauflebung benutzt wird. Und das ist die Situation, dass es uns ermöglicht, keine Roundtrips für jeden Handshake zu brauchen. Alle Handshakes in 1.3 sind maximal ein Roundtrip. TLS 1.2 wieder aufrufen können, müssen mindestens eins sein. TLS 3.0 können 0 Roundtrips sein. Wie funktioniert das? Naja, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir anfangen, haben wir diesen vorgeteilten Schlüssel. Der Client kann einfach diesen Schlüssel benutzen, um die frühen Daten, die es senden kann, dieses GET zum Server zu senden. Der Client öffnet eine Verbindung zu dem Server, der schon eine Verbindung in der Vergangenheit hat und sendet ihm ein Client-Hello, den Session-Ticket, den Keyshare für Diffie-Hellman und dann die frühen Daten. Diese Masse an Application-Data, die verschlüsselt ist mit dem PSK. Der Server erhält das, entschlüsselt den Session-Ticket, findet den PSK, benutzt den PSK, um die frühere Daten zu entschlüsseln, mixes die two keyshares und führt das fort. Also was ist da passiert? Wir sind also in der Lage, die Sitzungsdaten. Das heißt, wir haben den Performance Overhead von TLS komplett entfernt. Nun, 0RTT Handshakes haben zwei Nachteile, zwei Probleme, die theoretisch unmöglich sind zu entfernen. Ein Problem, das wir mit PSK ECDHE eingeführt haben, mit Session Resumption 1.3, ist nicht möglich mit 0RTT Data. Wenn wir Diffie-Hellman, können wir erst machen, wenn wir das grüne Kästchen auf dieser Folie erreichen. Also denken wir wieder an den Angreifer. Der Angreifer hat das Session-Ticket geklaut. Er kann das Client Hello angucken, kann das Session-Ticket entschlüsseln, den PSK auslesen, damit
die frühen Daten auslesen und kann das sogar von einer aufgezeichneten Session machen, wenn er später an diesen Schlüssel kommt. Das heißt, diese frühen Daten sind nicht sicher gegenüber dem PSK. Damit wird es unmöglich, vor der Server-Answer, bevor wir Diffie-Hellman ausgeführt haben, Daten forward secure zu übermitteln. Zusammengefasst, hier bewegt sich relativ viel. TLS 1.2 hat forward secrecy eingeführt gegenüber den Zertifikatsschlüsseln vor einer langen Zeit mit den elliptischen Kurven DAI-Modi. So können wir immer sicher sein gegen das Offenlegen eines privaten Schlüssels eines Zertifikats. TLS 1.3 hat das auch immer, jedes Mal. Es gibt keine Modi, die nicht forward secure sind. Aber wenn wir daran denken, was mit dem Session Ticket Key passieren könnte, da bietet TLS 1.2 niemals Sicherheit. Bei TLS 1.2, wenn jemand den Session Key mitgelesen hat, kann er in der Zukunft immer Session Key Daten auslesen. In der Zukunft mit TLS 1.3 ist dies immer noch möglich, aber nur mit den frühen Daten. Der Rest der Daten ist nach ECDAE geschützt. Ich hatte gesagt, es gibt zwei gefährliche Punkte. Der zweite ist, dass Zero-RTT-Daten wieder abgespielt werden können in einer Replay-Attacke. Das Szenario ist folgendes. Wir haben Daten, Early Data, die beispielsweise ein Request, der einige Cookies enthält. Dieser HTTP-Request führt zum Beispiel eine Transaktion aus, bewegt Geld von einem Konto auf ein anderes oder instruiert dem Server, eine Aktion auszuführen. Diese Aktion kann mehrmals ausgeführt werden. Ein Attacker, ein Angreifer, kann so einen Server anweisen, dies mehrmals zu tun. Der Angreifer kann diese Transaktion aber nicht verändern, nicht modifizieren und auch nicht auslesen, weil sie mit TLS geschützt ist. Aber er kann die Nachricht aufzeichnen und sie wieder und wieder dem Server zustellen. Wenn wir einen einzelnen Server haben, dann ist es einfach zu verhindern. Wir merken uns einfach die Transaktion, die ausgeführt wurde, und führen sie nicht ein zweites Mal aus. Wenn wir aber verschiedene Server in Rechenzentren um die Welt haben, dann sind diese Server möglicherweise nicht alle immer zu jeder Zeit miteinander synchron. Das heißt, der Angreifer könnte auf Server A die Nachricht zustellen, der Server entschlüsselt die Session, kommt an die Early Data und führt die Transaktion aus. Das möchten wir nicht. Eine Gegenmaßnahme, die TLS anbietet, ist, dass eine Lebensdauer angegeben werden kann in Millisekunden. Hier wird angegeben, vor wie langer Zeit ich das Session-Ticket, ich als Client, erhalten habe. Der Server prüft dann, ob diese Nachricht mit dem Timing, das der Server hat, übereinstimmt. Also wenn zum Beispiel der Seite der Angreifer die Nachricht 10 Sekunden später abspielt, erkennt der Server, dass diese Daten nicht zusammenpassen und kann das Paket ablehnen. Wenn ein Angreifer aber schnell genug ist und innerhalb einiger Millisekunden reagiert, kann er die Nachricht weiterhin versenden. Und dann kann er die Daten ablehnen. Oder er kann auch einfach mal reinschauen und dann entscheiden. Weil es ist die Server-Hallo-Nachricht, die sagt, hey, das ist eine gute Nachricht oder das macht keinen Sinn. Und der Client sendet frühe Daten, bis der Server Hallo sagt. Also der Server ist blind und sagt, man muss entscheiden, akzeptiere ich Zero-RTT-Daten oder lösche ich die einfach? Und wenn es etwas bekommt und es einfach nicht gültig ist, weil zum Beispiel hier ein HTTP-Post ist, dann sagt er, hey, das kann ich nicht, also es ist, weil ich nicht weiß, dass es nicht, dass es kein Replay ist. Also muss der Server ein bisschen Konfirmation oder eine Benachrichtigung haben. Wenn der Server einfach die Finished-Nachricht wartet und dann darauf wartet, dass der Client die Finish-Nachricht sendet. Wenn der Client geantwortet hat, bedeutet das auch, dass die frühen Daten nicht erneut gesendet werden, weil der Finish-Nachricht den ganzen Handshake zu Ende führt, zum
wenn zusammen mit der zufälligen Daten, die der Server gesendet hat. Das ist, was ein Server tun kann. Er kann den frühen Daten akzeptieren und wenn es etwas ist, was nicht wirklich wichtig ist und nicht irgendwas ist, das gefährlich ist, wenn es wieder gelaufen wird, dann wartet er einfach auf die Konfirmation. Aber dann muss es zwischenspeichern. Und da ist ein Angreiferrisk, wo ein Angreifer potenziell ein HTTP-Post sendet, einfach nur um die Nachricht in den Arbeitsspeicher zu füllen. Hier könnten wir ein bisschen helfen, wenn wir auf das Session-Ticket schreiben würden, was ist die maximale Menge von frühen Daten, die der Client senden kann. Wenn wir hier jemanden sehen, der mehr sendet, dann ist es offensichtlich ein Angreifer. Wir ignorieren das einfach, löschen die vorhandenen Daten und schließen die Verbindung. Wie dem auch sei, was auch immer wir gegen machen, wir arbeiten. Wenn wir keinen globalen State von den Server haben, müssen wir der Applikation sagen, dass diese Daten eventuell replayed sind. TLS 1.3 Spezifikationen sagen ausdrücklich, dass Protokolle nicht Zero RTT benutzen, ohne auf die Inhalte zu achten. Die ganze Stack von TLS muss das unterstützen. Und der Server muss dann die entsprechenden APIs aufrufen, um entweder die Daten zu löschen oder zu warten, bis sie definiert richtig sind. So, das wird sich ein bisschen ändern, abhängig von den Protokollen. Aber wie ist das mit unserem Lieblingsbeispiel? Wie ist das mit HTTP? Also HTTP sollte eigentlich einfach sein. HTTP-Spec, wenn man ihn liest, sagt, wenn GET-Requests sind wichtig und sie dürfen nichts auf dem Server ändern. Also, Ergebnis, wir lassen einfach GET-Requests in aller Art und Weise, weil selbst wenn sie erneut gesendet werden, ändert sich nichts. Super. Nein, es gibt einige Server auf dem Internet, die irgendwie so etwas haben wie Send-Manage-to-PGP. Diese Menge. Und das ist ein GET-Request. Und wenn ein Angreifer diese Nachricht mitschreibt, weil es frühes Daten ist und sie gegen einen anderen Server in dem Pool erneut sendet, dann könnte das Geld doppelt überwiesen werden. Und das ist nicht akzeptierbar. Anwendungen? Also das können wir jetzt hier machen. Wir definieren, dass es nicht so gut ist. Wenn man die Applikation weiß, kann man sehr spezifische Regelungen machen. Google weiß zum Beispiel, arbeitet schon lange mit Zero RTT, seit 3 Jahren. Und das bedeutet, dass sie sehr genau wissen, welcher Server so eine Endpoint hat. Aber wenn man Cloudflare ist und vor vielen Applikationen steht, dann kann man solche großen Vermutungen nicht machen. Und stattdessen muss man auf irgendeine Mittelbasis hoffen. Zum Beispiel könnte man sagen, wir akzeptieren nur GETs zu dem Root, also GET slash, das ist das wahrscheinlich das Beste, weil die meisten Verbindungen so anfangen und ganz unwahrscheinlich, dass dort wirkliche Probleme auftreten. Wir arbeiten immer noch daran, wie genau dies zu Anwendungen gemacht werden kann. Wenn Sie irgendeine Applikation kennen, die bei Probleme mit so etwas Einfachem haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail. Aber wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr eine Applikation habt, die so gefährdet ist, dann haben wir eine schlechte Nachricht. Browsers werden heutzutage ohne TLS 1.3 HTTPS-Requests erneut absenden, wenn ein Netzwerkfehler existiert und sie werden ihn leise wiederholen. Und es wäre nicht deutlich schlimmer als der aktuelle Status. Okay, ich sehe, dass jetzt alle so ein bisschen ungeduldig werden in ihren Stühlen. Ha, da, Kryptografen sind wieder dabei. Sie haben ein Sicherheitsprotokoll, das wir brauchen, komplexer als wir brauchen, um ihre Jobsicherheit für die nächsten 15 Jahre zu behalten. Richtig? Nein.
Nein, ich kann sicher sagen, dass ein der großen Bestandteile, sogar größer als die Roundtrips in meiner Meinung nach, ist, dass alles mit der Sicherheit gegen Komplexität abgewertet wird. Während Zero RTT durchgekommen ist, sind die meisten Sachen nicht durchgekommen. Funktioniert mein Mikrofon? Ja, danke, Filippo. In TLS 1.3, also einer weiteren Iteration von TLS, sind wir zurückgegangen und haben geguckt, welche Leute wie TLS einsetzen und haben uns überlegt, was für TLS 1 Features das es gibt und wie diese eingesetzt wird und wie die Komplexität dieser Features, dieser Primitiven, gegenüber deren Nutzen ist. Und eines der ersten, was wir ausgeschlossen haben, ist TLS 1.2 Static RSA Mode. Statt Diffie-Hellman zu verwenden, um einen Key auszuhandeln, wird stattdessen in dieser Version einfach der RSA-Key des Zertifikats verwendet, um einen Master-Key für diese Session zu erstellen. Und der Server verwendet dann einfach den Zertifikats-Key. Offensichtlicher Aspekt dieses Handshakes ist, dass wenn der Zertifikatsschlüssel dieses Zertifikats veröffentlicht wird, auch Jahre später, wenn jemand die Daten aufgezeichnet hat, früher Verbindung, kann der das ganze Gespräch mitlesen. Diese Funktion wurde vor rund 2 Jahren sehr, sehr früh in im Prozess von TLS 1.3 entfernt. Zu unserer großen Überraschung und zur Überraschung alle Leute, die TLS 1.3 Mailinglist mitgelesen haben, wurde kürzlich gegen das Ende Verabschiedungsphase wurde dieses E-Mail auf der Liste versendet von Andrew Kennedy, der bei Bits arbeitet. Was heißt das, aber Banken arbeitet? Er schreibt, das Entfernen des RSA Key Exchanges in TLS wird große Probleme verursachen für Banken, weil fast alle von denen TLS intern verwenden und große sicherheitskritische Investments in Out-of-Band-TLS-Entschlüsselung haben. Out-of-Band-TLS-Entschlüsselung. Das klingt kritisch für jemanden. Einer der positiven Punkte war die Antwort von Kenny Patterson zu dieser Mail. Er schrieb betreffend deiner Anfrage, nein, wir versuchen ein sichereres Internet zu bauen. Danke. Nach diesem Austausch kamen die Bankenleute, um aufzuzeigen, wie schwer es für sie war, ihr eigenes System zu debuggen. Das hier ist ein sehr einfaches, sagen sie mir, Diagramm von ihren Switches und Routern und allem drum und dran. Und das spricht alles TLS miteinander. Und nach dieser Diskussion kamen wir zu einem Kompromiss. Und statt das Protokoll zu schwächen, hat ihnen Matt Green beigebracht, TLS Diffie-Hellman richtig einzusetzen, um ihnen aufzuzeigen, wie man Diffie-Hellman statisch einsetzen kann, um aufzuzeigen, dass die Security-Community auch genau mit Banken zusammenarbeiten kann, ohne die Sicherheit von TLS zu gefährden. Aber auf jeden Fall, wir haben das Feature nicht wieder hinzugefügt und möchten nur darauf hinweisen, macht, was hier steht, nicht. Wir haben statisches RSA getötet und was haben wir sonst noch entfernt? Wenn ich zurückblicke auf die Kompromisse, die wir gemacht haben, es gab einige Primitiven, die in TLS 1.2 vertreten waren, die nicht mehr aktuell sind. RC4 zum Beispiel, ein Stromschiffer. Triple Desk kommt weg. MD5 und SHA-1 kommen weg. ISCBC.
Es gibt sogar Konstruktionen, die entfernt wurden. ASCBC, RSA PKCS 1.5 war bekannt seit 1998, das Problem verursachte. Wir haben auch Kompression entfernt, Renegotiation, das ersetzt wurde durch einen sehr leichten Key-Update-Mechanismus. Bei TLS 1.3 haben keine dieser Verfahren die Hürde genommen. Und viele dieser Schwachstellen, die ihr hier seht, sind nicht mehr vertreten. So, das ist ein guter Ausblick. Die Philosophie für TLS 1.3 ist vielerorts vereinfachen und robuster machen. Es gibt einige kleine Fälle, in denen wir das machen könnten. Einige der Autoren dieses Papers sind vielleicht hier im Publikum. Es gibt eine Art, wie man Blockverschlüsselungsverfahren einsetzen kann, die durch ein simpleres Verfahren ersetzt wurden. TLS 1.2 hatte diese sehr komische Widerspruch in sich, wo die Cipher Negotiation durch eine Finish Message geschützt war, aber der Algorithmus für diese Bestätigung erst in der Cipher Negotiation ausgehandelt wurde. Also im zweiten Schritt wurde ausgehandelt, was im ersten Schritt gemacht werden sollte, was zu Angriffen wie Freak oder Logjam führte. Und mit den Verbindungssicherheit downgegradet werden konnte. Daher rührt, dass die gewisse Nachrichten im Handshake nicht signiert waren. Alles von der Signatur aufbauend ist digital signiert. Was haben wir sonst noch verändert? Was gab es sonst noch? Was hat sich verändert von TLS 1.2 zu 1.3? Wir haben weniger, aber bessere Entscheidungsmöglichkeiten. In der Kryptographie heißen bessere Entscheidungen immer weniger Möglichkeiten. Es gibt keine arbiträren Kurven, keine arbiträren DH-Gruppen. Und diese Kürzung der Liste möglicher Parameter, die ermöglicht OneRTT, in den meisten Fällen zu funktionieren, wie Filippo erwähnt hat. Die Einschränkung der Verschlüsselungsmechanismen auf dem Server, solange die nur sicher sind, ist in einem höheren Anteil der Fälle möglich, beim ersten Roundtrip zu kommunizieren. Also die Konfiguration ist nicht mehr ein kompliziertes Takeaway-Menü, sondern ein festes Dreigänge-Menü. Man kann sich das Ganze in Wireshark angucken, alles ist viel einfacher. Es gibt die Cipher Suites, die Extensions und die Kurven und von da aus geht es weiter. TLS 1.3 hat auch noch weitere Probleme repariert. Einige Designprobleme von TLS 1.2 wurden entfernt. Wir haben darüber geredet, wie Forward Secrecy mit Wiederaufnahme in Version 1.2 und 1.3 funktioniert. Aber TLS 1.2 hat noch weitere Probleme. TLS 1.2 hat innerhalb der Session Tickets die wirklichen Geheimnisse der alten Verbindungsschlüssel, also die Verbindung der regionalen Verbindung, verschlüsselt die mit dem Session Ticket Key und sendet die zu dem Client, um sie zurückzusenden fürs nächste Mal. Wir haben darüber geredet, wie das ein Risiko ist, dass ein Angreifer diese Session Ticket Schlüssel erhält und diese Session Tickets entschlüsselt und damit die Forward Secrecy zerstört. Und insbesondere bei wiederaufgenommenen Verbindungen. In TLS 1.2 ist es noch schlimmer. Wenn Sie den Session-Ticket entschlüsseln können, dann können Sie zurückkommen und den ersten Teil der Verbindungen, die nicht wiederaufgenommen wurde, entschlüsseln. Und das ist komplett unnötig. Wir hatten Hash-Funktionen, wir haben Einwegfunktionen, wo man einen Input reintut und wir kriegen irgendwas zurück, wo man das Alte nicht herausrechnen kann. Das ist, was 1.3 macht. 1.3 entwickelt neue Schlüssel für die nächste Verbindung und speichert sie im Session-Ticket für den nächsten PSK.
Das heißt, selbst wenn Sie ein 1.3 Session Ticket entschlüsseln, können Sie dann die nachfolgende Verbindung angreifen und vielleicht sogar nur die frühen Daten oder nur einen früheren Teil der Verbindung, aber Sie können garantiert nicht die vorhergehende, nicht wieder aufgenommene Verbindung entschlüsseln. So, das wäre schon schlimm genug, aber 1.2 macht noch eine weitere Entscheidung, die ich echt nicht verstehe. Diese ganze Idee von Master-Sicherheit benutzen, weil das nur eine Erweiterung in 1.2 war und nicht mehr in 1.3 ist. Aber 1.2 sendet die neue Session-Ticket-Nachricht am Anfang des regionalen Handshakes. Unverschlüsselt. Also, verschlüsselt mit den Session Keys, aber nicht mit den aktuellen Session Keys. Das bedeutet, jeder Server, der das nur unterstützt, hat nicht nur am Anfang von jeder Verbindung, sogar wenn Wiederaufnahme nie passiert, ein Session-Ticket erstellt, das nichts weiter ist als die grundlegenden Schlüssel dieser Verbindung zusammen mit den Session-Ticket-Keys. Und wenn sie ein großer passiver Angreifer ist, der eventuell große Überwachungsangriffe sind und alle Verbindungen passiv entschlüsseln möchtest und eventuell irgendwie die Möglichkeit bestünde, Session-Ticket-Keys zu haben, ist das am Anfang jeder TLS 1.2-Verbindung, der die Session-Keys versendet werden, verschlüsselt mit den Session Ticket Keys. 1.3 löst das und diese Angriffe sind komplett nicht mehr möglich. Das Einzige, was sie passiv entschlüsseln können oder nachher nachträglich entschlüsseln können, ist frühe Daten und keine vorherigen Funktionen und garantiert auch nichts, was nach einem Null Roundtrip Time kommt. Also es ist eigentlich so sicherer. Ja. Und woher wissen wir, dass es sicher ist? Diese Sicherheitsparameter und diese Sicherheitsanforderungen von TLS wurden definiert und anders als frühere Versionen von TLS haben die Leute aus der akademischen Gruppe waren vorher am Anfang involviert. Also die State Machine wurde analysiert und das hat uns viel geholfen dabei, das Protokoll zu verbessern. Wer arbeitet an TLS 1.3? Naja, es ist eine Organisation, die nennt sich IETF, Internet Engineering Task Force. Die Messen treffen dreimal im Jahr und diskutieren darüber und haben eine E-Mailing-Liste. Und ursprünglich, was ich davon wusste, war von September 2013, war eine Wunschliste für TLS 1.3. Und seitdem haben sie einen ersten Vorschlag gemacht, das frühe Versionen sind als RFCs bekannt und bevor etwas ein RFC wird, ist es ein Internet Draft. Also wir haben das Internet Draft 0 und da wird verbessert, bis dann irgendwann akzeptiert oder abgelehnt wird als RFC, also Request for Comment. Das erste war im April und die aktuelle Draft 18, die fast fertig ist, also es ist die letzten Call und es wurde erst im Oktober veröffentlicht und die Sicherheitslandschaft in dieser Zeit hat sehr viele unterschiedliche Angreife gegen TLS gesehen. Also der dreifache Handshake, Poodle, Freak, Logjam, Drown, es gab vorhin einen Vortrag darüber, Lucky Microsecond, Sloth, diese ganzen anderen Akronyme, die Sie vielleicht mitbekommen haben in den letzten Jahren, ist während der Entwicklung passiert und TLS 1.3 ist ein lebendiges Dokument über diese vorherigen Angriffe. TLS 1.3 ist hoffentlich kleiner, es ist hoffentlich. Zum Beispiel ist TLS 1.3 ist, wenn man vieles davon weglöscht, ist deutlich genauer. Obwohl TLS 0 RTT Wiederaufnahme da drin sind. Also, was verbessert ist. Ja, wie funktioniert das? Ja, wie kann man mitmachen? Ja, GitHub und die Mailingliste. Wenn Sie jetzt einen Pull-Request senden wollen, dann schauen Sie hier mit.
und wahrscheinlich wollen sie auch eine Nachricht auf der Mailingliste senden, um zu sagen, was sie ändern wollen, was du ändern willst. Und wenn ihr mitmachen wollt, ist ein bisschen spät, ist auf dem letzten Ausruf, aber die Mailingliste ist noch da. Und ich habe dort mitgearbeitet mit vielen anderen Mitarbeitern, zum Beispiel Filippo, die haben mit an der ursprünglichen Version gearbeitet. Und ihr könnt das GitHub-Anforderungen schauen, um zu sehen, wie viel Arbeit da reingestellt wurde. Die Draft ist in den Jahren deutlich geändert worden. So zum Beispiel über die Jahre oder Monate. Draft 9 hatte zum Beispiel diesen sehr komplexe Baumstruktur, wie Key Schedules funktionieren soll. Und hier sieht man HTK und diese ganzen unterschiedlichen Schlüssel, die im TLS-Handshake verwendet werden können. Und das war ein Teil von dem Quick-Protokoll, das Filippo früher benannt hat, oder genauso wie OPTLS. Es hatte sehr viele different Modi, semi-statischen Diffie-Hellman und diesen baumbasierten Key-Schedule. Und mit der Zeit wurde das deutlich reduziert zu dem, was wir heutzutage haben im TLS 1.3. Das ist ein sehr einfacher Schlüssel-Ableitungs-Algorithmus. Und das hat sehr, sehr, sehr viel Arbeit gekostet, um von etwas so Großem zu etwas deutlich Kleineren zu kommen. Aber es ist passiert. Andere Sachen, die seitdem passiert sind in 1.3, sind deutlich weniger wichtig kryptografisch. Und ein Teil davon ist Benennung. Vielleicht haben Sie mitbekommen, TLS 1.3 ist nicht der einzige Name für dieses Protokoll. Filippo hatte auch gesagt, 1.0, 1.1, 1.2 waren sehr kleine Iterationen, sogar auf gegenüber SSL V3. Aber TLS 1.3 ist eine ziemlich große Änderung. Das sind viele Optionen, wie man es nennen könnte. Also kurze Fragen. Welche meint, dass es 1.3 genannt werden soll? Okay. Ziemlich gute Nummer. Wie wäre es mit TLS 2? Okay, das sieht ein bisschen mehr aus. Denkt dran, dass SSL V2 ein Ding ist und es ein grausames Ding. Wir wollen damit nicht verwechseln werden. Wie wäre es mit TLS 4? Aha, immer noch einige. Wie wäre es mit TLS 2017? Na ja, okay. So, TL 1.7, irgendjemand? Wie wäre das mit TLS Millennium? TLS Vista. Allgemeiner Applaus. Viele Optionen. Aber zur Erinnerung, der Rest der Welt nennt das nicht wirklich TLS, das hier ist Google Trends. SSL gegen TLS. SSL ist, was der Großteil der Welt diesem Protokoll sagt, mit der höchsten Version 3.0. Und das ist auch der Grund, wieso dass viele Leute denken, TLS 4 könnte ein guter Name für das Protokoll sein. Leute sind verwirrt, weil 3.0 höher ist als 1.2 und so weiter. Auf jeden Fall, das hier war nicht die einzige Umfrage. Es gab einige andere informale Polls, zum Beispiel Bacon, Speck, war eine sehr gute, ein sehr gutes Resultat von der Umfrage von Ryan Hurst. Versionen sind etwas sehr klebriges in TLS. Zum Beispiel die Version von TLS, die wir jetzt kennen, wenn man die im Protokoll anguckt, die passen eigentlich nicht. SSL 3 ist 3.0, TLS 1.0 ist SSL 3.0. TLS 1.2 ist SSL 3.3 und bis Draft 16 war TLS 1.3 Version 3.4, wenn man die Netzwerkpakete anschaut, also ein Minor Bump. Nach einigen Untersuchungen im Internet ist uns aufgefallen, dass viele Server, wenn man den Client Hello mit Version 3.4 sendet, die Verbindung einfach unterbrechen. Das ist ziemlich schlecht, weil das führt dazu, dass Browser nicht in der Lage sind, ein sicheres Downgrade zu machen. Was der Server eigentlich tun sollte, wenn er etwas Höheres als 3.3 sieht, mit 3.3 zu antworten und sagen, ich verstehe nur das. Die Einigung ist jetzt, dass wir mit 3.3 weiterfahren und 3.4 als eine Erweiterung ausgehandelt wird. Aber so haben wir wieder mal die Vorteile gegen die Komplexität abgewogen und hier führt der Nutzen, dass die Serververbindung nicht abreißt, ist ein höherer Gewinn, als das wir hätten.
Wir versuchen auch jedes Teil der Verhandlung, werden wir etwas Auffälligkeiten reintun. XA, XA, damit Server immer wieder irgendwas Komisches sehen. Das soll ein sehr, sehr nützliches Ding werden, um die Kompatibilität zu steigern. Wir haben nur noch wenig Zeit, aber wir haben uns auch die Hände schmutzig gemacht. Und etwas, das die IETF wirklich gerne hat, ist Code auszuführen, wenn Standards entwickelt werden. Also haben wir im IETF 95 Hackathon ausprobiert und haben es geschafft, dass Firefox eine TLS 1.3-Seite bei Cloudflare laden kann an diesem Hackathon. Wir nutzen NSS, die Security Library in Firefox, und Mint, eine neue Version von TLS 1.3, from scratch in Go geschrieben. Und das Resultat war, es funktioniert, aber das war nur ein Proof of Concept, ein Ausprobieren. Etwas mehr Produktionsbereites war, wir haben geprüft, welche Library wir am produktionsbereitesten halten. Überraschenderweise war das OpenSSL. Wir haben ein Bild von TLS 1.3 in OpenSSL gemacht, in Go. Und das Resultat, wir nennen es TLS Tress, ist ein Drop-in-Replacement für Crypto-TLS, kommt mit der wunderbaren Warnung, dass man das nicht einsetzen soll. Das hatte man überall und jetzt ist es, es geht um Security, es geht um Stabilität. Security haben wir geauditen lassen, Stabilität könnte fraglich sein. Ihr könnt beim Upstreaming-Prozess mitarbeiten. Google hat uns einen Branch geöffnet. Es wird sicher nicht in den nächsten Go-Release reinkommen, aber wir arbeiten dran, dass es Upstream eingearbeitet werden kann. Auf jeden Fall, wenn ihr Go benutzt, deployen ist schwer. Das erste Mal, wie wir Tress verwendet haben, war die Draft-Version 13. Und um Browser zu unterstützen von dieser Version an, mussten wir verschiedene Draft-Versionen zur selben Zeit in dieser Library unterstützen, mit komischen Änderungen. Wir hatten mussten Dinge unterstützen, die noch nicht mal in den Drafts waren, weil sich gewisse Dinge verändert haben. Wir haben eine Testmatrix, die alle unsere Commits gegen verschiedene Versionen der Client-Libraries laufen ließ, um sicherzustellen, dass wir immer mit den Browsern kompatibel blieben. Und die Clients sind jetzt mittlerweile deutlich stabiler. Vielleicht nutzt ihr es schon, ohne es zu wissen. Zum Beispiel Chrome Beta hat TLS 1.3 bei etwa 50% eingeschaltet. Das ist ein Experiment für Google Sites. Und das hier ist, wie unsere Graphen aussehen, als wir zum ersten Mal gestartet sind, mit Firefox Nightly und schließlich bei Chrome Canary. Heutzutage sind wir bei rund 700 Requests pro Sekunde stabil. Und auf unserer Seite haben wir es für Millionen von Seiten auf Cloudflare eingeschaltet. Und wie gesagt, die Spec ist ein lebendes Dokument. Ihr könnt es auf GitHub einsehen. Die Tress-Implementation ist zwar da, hat aber eine abschreckende Warnung. Und das aufgeführte Blog hier wird wahrscheinlich die Quelle sein, wo wir weiter veröffentlichen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt euch an den Mikros an. Thank you. We have plenty of time for questions. Wir haben noch viel Zeit für Fragen. Die erste Frage ins Internet. The very first question is of people asking if the decision of the zero RTT going on to the application, handing it off to the application developers. Die erste Frage ist, ob die Applikation an die welche Daten an die Applikation gegeben wird, den Applikationsentwicklern überlassen werden, dass das eine gute Entscheidung ist. Das ist wirklich Problem. Es ist nicht zerstört bei normalerweise.
sondern wenn man TLS funktionieren kriegt, dann kriegt man keinen Zero-RTT hat, weil man dort mit der Anwendung zusammenarbeiten muss. Das heißt, solange eine Anwendung nicht weiß, wie das funktioniert, kann sie damit nicht arbeiten. Und sie hat die gesamten Funktionen und die auch die ganzen Roundtrip-Handshake trotzdem, auch wenn es nicht damit rumgehen kann. Mit den frühen Tests des Protokolls habt ihr irgendwelche harten Zahlen gesammelt, wie die Performance-Verbesserung aussieht? Ein Roundtrip. Das ist die Frage, was jetzt so ein Roundtrip ist. Also ein Roundtrip, ich kann keine Zahlen sagen, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel in San Francisco leben, wir haben gute Fiber, 6 Millisekunden, aber wenn Sie vielleicht in, ich weiß nicht, irgendeine Frage, wo Edge die einzige, die beste Verbindung ist, die Sie bekommen können, dann ist es eine deutlich bessere, deutlich stärkere Verbesserung. Vielleicht bis zu 200 Millisekunden, aber wir haben das nicht offiziell gesammelt, diese Zahlen. Eine Anmerkung, die ich machen wollte, ist eine andere Verbesserung in TLS 1.3 wurde Verschlüsselung zu Client-Zertifikaten hinzugefügt. Also die Client-Zertifikate werden verschlüsselt übermittelt, was wichtig ist, wenn sich ein Client bewegt und von breiter Überwachung überwacht wird. Und eine andere Frage. Ist, ob die festen Diffie-Helm-Gruppen nicht ein Problem mit Logjam waren? Also hilft TLS 1.3 gegen diese, solche Angriffe? Arbeiten Sie mit dem Proposal von den Banken? Nee. Die vordefinierten im Standard. Ja, in Logjam, da war eine Entscheidung, dass eine Diffie-Hellman-Gruppe von vielen, vielen Servern davon standardmäßig unterstützt wird. Das war 1024. Und in TLS 1.3 würde eine vorher berechnete Schlüsselgruppe, die über 2000 Bits ist, die kleinste, und sogar mit allen vorgerechneten in der Welt, wenn sie, ist es noch nicht möglich, die ausreichend vorzuberechnen, um irgendwelche Angriffe dagegen fahren zu können. Und da sie fest ist, dann wissen sie, dass man da nichts gegen nutzen kann, was nicht genauso nicht stärker ist. Danke. Sorry, thanks for your talk. Vielen Dank für euren Talk. Im Abstract habt ihr erwähnt, dass ein anderes Feature, das entfernt wurde, SNI war, die Server Name Indication, für den Zero-RTT-Austausch. Ja, wir haben diesen Vortrag schon mal gehalten und die Frage war auch schon mal da. Also haben wir das schon mal vorbereitet. SNI, also diese Server Name Identification, dass man ein Zertifikat bekommt, abhängig von dem Zertifikat. Ja, der Client sagt, hey, ich hätte gerne diese Webseite. Zum Beispiel hat Clove sehr viele Webseiten hinter unserer Maschine. Das heißt, sie müssen uns sagen, hallo, ich möchte eigentlich zum Beispiel zu google.com reden. Und das ist natürlich ein Privatsphärenproblem. Das heißt, wenn jemand nur auf diese Bytes, die übertragen werden kann, dann weiß er, auf welche Webseite man sich verbindet. Das wichtige Ding ist, dass es genau dasselbe Problem ist, wie Forward Secrecy für die frühen Daten sind. Also wenn Sie SNI im Client Hallo senden, dann haben Sie noch keinen Schlüssel ausgetauscht. Das heißt, man weiß nicht, welche Daten verwendet werden, wie es verschlüsselt werden soll. Aber wenn man das SNI nicht am Anfang sendet, weiß der Server nicht, welches Zertifikat zu antworten ist. Also kann auch kein Schlüssel ausgetauscht werden. Das heißt, wir müssen zwei Roundtrips machen und das machen wir in TLS 1.3 nicht mehr. Also so funktioniert das nicht mehr mit einem One-Round-Trip-Handshakes. Aber das sind Ideen, wie man im HTTP-2-Spec hat und wir arbeiten daran. Und es könnte möglich sein, eine Verbindung mit einer Domain zu erstellen, dann eine neue Verbindung mit einer anderen Verbindung. Und damit kann man SNI implementieren. Das heißt, jemand denkt, man blockt fefe.de, aber dann kann auch eine andere Webseite über dieselbe Verbindung laden. Die nächste Frage vom Mikrofon 7. No, actually 5, sorry. 5, Entschuldigung. You mentioned that there was formal verification of Ihr habt erwähnt, dass
dass es eine formale Verifikation gab, welche Software wurde für die formale Verifikation verwendet. Ja, da waren einige Software-Implementationen, die benutzt wurden und Protokolle, die benutzt wurden. Lass mich mal zurückgehen. Hier. Also Tamarin ist eine Software, die von Oxford unterstützt wurde. MIT TLS ist in F-Sharp, wenn ich mich richtig erinnere. Und NQSB TLS ist in OCaml. Also viele verschiedene Sprachen, unterschiedliche Entwickler. Und ich glaube, NQSBR-Entwickler sind hier. Mikrofon 8. Hi, thanks. Hi, thank you for your, danke für die informative Präsentation. SSL und die Geschichte von SSL und TLS ist voller Möglichkeiten, was irgendwie falsch gehen konnte, die uns wirklich auf dem falschen Fuß erwischt haben. Meine Frage ist, da wir wissen, dass es viele kleinere Organisationen gibt, die kleine Hoster gibt, die wahrscheinlich Zero RTT falsch hinkriegen werden, euer Bauchgefühl, wie groß ist die Chance, dass uns das auf dem falschen Fuß erwischt? Ja, wie ich gesagt habe, bin ich sehr skeptisch im Bereich HTTP, weil Browser jetzt schon gewisse Sachen erneut senden. Und wir haben Paper und Blogposts gesehen, aber aktuell hat noch keiner wirklich versucht, dass das einen signifikanten Teil des Internets zu Problemen führt. Und ich weiß nicht, wie ich ihn antworten kann, wie komplex oder wie große Schwierigkeiten wird es haben, aber auf der anderen Seite ist, wie viele wollen sagen, dass sie nicht TLS machen sollen, weil es es ist null RTS und TLS 1.3 ist schnell, also geht raus und verschlüsselt alles. Also das sind die beiden Probleme, die man ausbalancieren möchte. Und wieder meine eigene Meinung ist, die sehr wenig wert ist. Das ist eine Entscheidung, die bei der gesamten Community gemacht wurde auf der Mailingliste. Und ich kann Ihnen euch sagen, dass jeder da sehr konservativ mitgedacht hat und sogar der Name eventuell zu Problemen führen könnte. Also ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber ich hoffe, dass wir die beste Entscheidung getroffen haben, dass wir den meisten Teil des Netzwerks so sicher, Internet so sicher wie möglich gemacht haben. Nächste Frage kommt aus dem Internet. Yes, we do. Haben wir noch eine? Ja, haben wir. Was sind die großen Implementationsinkompatibilitäten, die gefunden wurden, da die Spezifikation sich nun dem Ende zuneigt? Okay. As in during the, I guess during the draft, während der Erstellung der Vorversion. Einige der, die Versionen intolerant waren, und Firewalls und ein paar sehr große Seiten, wie zum Beispiel PayPal hätte damit Probleme. Aber während des Prozesses hatten wir Inkompatibilitäten für alle möglichen Benutzer, also zum Beispiel auch einen der zwei Entwickler hatte Probleme mit den Zahlen und während der Entstehung hatten wir manchmal keine Kompatibilität, aber es war viel Zusammenarbeit mit den Client-Implementationen, den Server-Implementationen von unserer Seite und ich bin sehr glücklich, dass wir sagen können, dass die 1.3-Implementationen sehr viel Interoperationstesting benutzt haben oder durchgeführt wurde. Die nächste Frage vom Mikrofon Nummer 1. Ich habe zwei kurze Fragen zur Session Resumption. Wenn man gewisse Daten einer Session auf dem Server speichert, ist das nicht sozusagen ein Super-Cookie und aus Privacy-Gründen gefährlich? Und die zweite ist, wie sieht es mit TLS Load Balancern aus, wenn man eine Riesenmenge an Servern hat, an die Requests gehen können. Wie schaut es da aus? Ja,
Frage ist, wie Session-Tickets im Endeffekt funktionieren. TLS 1.3 denkt über die Privatsphärenprobleme mit Session-Tickets und sie ermöglicht den Server mehrere Session-Tickets zu senden. Das heißt, der Server weiß immer noch, welcher Client dieses Session-Ticket sendet, wenn es das weiß. Aber jeder, der auf die Verbindung draufschaut, und weil sie verschlüsselt versendet werden, können dort viele da sein, kann keiner die Verbindung zurück aufbauen kann. Der Server und der Client müssen irgendeinen Bekannten ein Wissen austauschen. Der Server muss wissen, wer es war. Aber 1.3 Session-Tickets können nicht mehr von einer dritten Party übersucht nachverfolgt werden. Load Balancing, wir haben eine sehr interessante Paper dazu, aber der Hintergrund ist, dass man im Endeffekt verstehen möchte, ist, wie Clients zwischen den Servern aussuchen und eine Balance dabei dazwischen finden, wie man die Schlüssel am besten, am effektivsten austauscht, wie der Session-Ticket effizient austauschen kann, wo dann auch Probleme sind, dass man sie nicht an alles senden möchte, weil es dann zu einfach ist, eventuell auf einen draufzukommen. Ob man die jetzt so global macht oder ist eine Anfrage von dem Verwender. Die letzte Frage von Mikro Nummer 3. Ich hatte eine Frage betreffend des Mechanismus. Wenn ich richtig verstanden habe, dann habt ihr zufällige Versionsnummern auf der Client-Seite initiiert, um die Server so zu trainieren, dass sie besser der Spezifikation genügen werden. Was ist das Resultat eurer Real-World-Tests? Wie viele Server sind tatsächlich kaputt und funktionieren nicht? Man erwartet keine, weil sie alle 1.3 schon implementieren. Das heißt, alle Clients, die sehen, müssten eigentlich schon Grease machen. Aber auf der anderen Seite, als Google Grease enabled hat, hat es, ich weiß es nicht, welche spezifischen Server-Implementationen, aber eine der größeren Server-Implementationen war sofort erkannt als nicht funktioniert. Ich glaube, es war Haskell. Ich weiß nicht mehr, ich kann Haskell nicht lesen. Ich weiß nicht, was sie falsch gemacht haben, aber sie haben die Verbindung einfach abgebrochen. Außerdem wurde Grease auch benutzt in Cipher Negotiation. Immer überall, wo eine Negotiation, also eine Verhandlung in TLS 1.3 ist, dann wird das verwendet. Ein kleiner Subset ging natürlich dadurch kaputt. Thank you very much. Thank you. Vielen Dank für den Talk. Liebe Zuhörer, das beendet die Übertragung des Talks TLS 1.3 The Great, the Good and the Bad von